richtig zufrieden mit meinem Slime. Aber ey, deiner ist auch gut, nur sieht halt aus wie Schimmel. Ich brauche irgendwie mehr Kaisernatur, weil das Ganze ist noch irgendwie flüssig. Ja, bei mir gerade irgendwie auch, aber ich glaube, das lag mehr an der fehlenden Kochsalzlösung. Ah, glaubst du? Ja. Ja, super. Danke für den Tipp. Ich helfe doch gern aus. Hast du Kochsalzlösung oder Activator? Sag ich nicht. Nee, das war Activator, aber ist das nicht ähnlich von der Wirkung her? Ja. Oh, sie sind aber großzügig, der gnädige Herr. Ja, ja, bitteschön. Oh, okay, du hast recht. Activator macht das Ganze ganz natürlich besser. Also ich finde Activator mal viel wichtiger als Kaisernatron. So, René ist schon fertig anscheinend. Wow. Ich würde so gerne jetzt einfach mal so... Mach doch mal. Was ist? Doch, das machen wir mal. Bitte nicht. Wir sind doch Freunde. Nein, 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 nein! Gehen Sie weg! Ja, ich kann das auch auf deine Hose machen. Nein, nein, nein! Ich habe mir so Mühe gegeben. Komm, lass es, bleib her. Soll ich den jetzt schon anfassen? Ja, die Konsistenz ist doch nicht so gut, ey. Es fing gut an, aber endet wieder nicht so gut. Ja. Doch, doch. Ja. Durchaus! Die Konsistenz ist nicht mehr so gut, habe ich gerade schon gesagt. Nee, die Konsistenz ist nicht so. Warum aber? Aber optisch? Optisch top. Boah, aber wenn man genau hinguckt, der Glitzer, der ist da schon am Start. So rot soll man dann glitzern. Man muss halt auf die Details achten. Muss aber noch mehr Kochsalzlösung. Ja gut, ich muss sagen, von der Konsistenz ist meine jetzt nicht so gut, aber sieht halt cool aus, ne? Boah, ich hab zu viel Kochsalzlösung. Soll ich noch ein bisschen? Nein, 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 ja, doch. Nee, 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 nee. Versuch mal zu verbinden. Ja, ich hab zu viel Kochsalzlösung genommen, aber sieht trotzdem cool aus, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sieht schon weihnachtlicher auf jeden Fall aus. Ja, weihnachtlich hat den von drüben. Mhm. Du, ich weiß ja nicht, was ihr für ein Weihnachten habt, aber bei mir ist das Weihnachten eigentlich eine schöne Sache, ne? Wo man auch so auf Ästhetik Wert legt und jetzt nicht einfach nur so auf so billigen Krimskrams, ne? Weil das, was du da drin hast, das ist doch wirklich, also sag mal ehrlich, so, das ist doch nicht schön. Bei René gibt es noch nackte Tannenbäume quasi, also die werden nein, Leute, ihr seid einfach alle blind, kann das sein? Bei René werden Tannenbäume nicht geschmückt. Stopp. Man muss einfach auf die Details achten. The Details. So, ne? Ja. Also die Leute unter, Leute, ihr könnt ja gucken. Im Gegensatz zu den beiden. Ihr könnt ja hier gucken, okay? So, ne? Ihr könnt ja auch auf die Details achten. Und wenn man hier genau hinguckt, die Kamera sollte das eigentlich draufkriegen, dann sieht man da so ganz kleine rot-silberne Kügelchen. Ja, und bei mir sieht man die auf Details an. Also. Ja, da sieht man irgendein Krimskrams da drin. Ja. Bei mir sieht man es nicht. Nee. Ja. Ja, bei dir sieht man es halt auch, aber das ist ja das Problem bei deinen. So, weil so wie du das designt hast, also da wäre es mir lieber, wenn man das nicht sieht. Freunde, aber wie gut müssen wir das nicht entscheiden, sondern ihr entscheidet das. Und ich bin schon gespannt, welcher von uns beiden gewinnen wird. Ich auch. Oh, Kampfansage. Oh. Ich weiß, dass meiner gewinnen wird. Leute, Vote für mich. 10er meiner gewinnt. 20 Euro. 20 Euro. Ja los, 30. Jetzt seid ihr gefragt. 20 Euro, wie 30? 50. Okay, übertreib nicht, so viel Geld hab ich nicht. Ich auch nicht. Ja, guck mal, das sieht richtig gut aus. Was sagt ihr zu Claudius Tannenbaum? Nein, sind beide cool, sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was ihr besser findet. Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Slime-Challenges wollt, dann machen wir noch ein paar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.